Nein, 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 ich kann ja nicht laufen. Jetzt ist er da oben. Ich habe mir mein Bein gebrochen. Nein, er kommt. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Erkundungstour hier in Medieval Dynasty an einem etwas stürmischen Herbsttag. Ich glaube, es ist noch einigermaßen früh am Tag, ehrlich gesagt, aber ja, das Wetter ist nicht ideal. Es ist so ein bisschen stürmisch. Wir sind jetzt im Moment hier unterwegs, so ein bisschen in den Bergen. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es in den Bergen Erze und sowas. Und wir gucken uns einfach mal so ein bisschen um. Ich habe bis jetzt noch nicht viel gefunden. Also ich habe eigentlich so gut wie gar nichts gefunden. Es gibt manchmal so ein paar Steinvorkommen, aber das ist eigentlich alles. Mal schauen, was wir heute noch so finden können. Super cool hier oben. Es ist auf jeden Fall ziemlich bergig. Sehr steil teilweise auch. Man kommt auch nicht überall hoch. Aber man hat auch eine ziemlich coole Aussicht teilweise. Ist das ein Bär? Da ist noch einer, oder? Da unten ist ein Bär. Und da drüben ist auch ein Bär. Ich habe so ein bisschen Angst. Da ist eine Bärenfamilie. Wir sollten wahrscheinlich vorsichtig sein, ne? Da ist sogar ein Weg oder sowas. Also. Genau, das ist hier der Weg, der hier einmal ums Gebirge rumgeht und dann durchs Gebirge durch praktisch. Wir sind schon ganz schön nah. Wir sind auf halbem Weg nach Hornica, ne? Da gibt's auch Quests, aber ich habe jetzt gar keine Lust auf Questen, ehrlich gesagt. Ich wollte so ein bisschen in die Berge schauen, ob es da vielleicht so Erzvorkommen gibt. Aber hier gibt es eigentlich immer nur diese Felsen. Das ist eigentlich normaler Stein. Können wir da runter gucken. Ich weiß halt nicht, mit dem Bär, das ist... Die sind bestimmt mega gefährlich, oder? Oh, das ist eine Bärenhöhle. Da ist ein riesen Höhleneingang. Okay. Da müssen dann wohl die Bären wohnen. Da geht's nach Jezerika und nach Kostovia und nach Hornica. Wir könnten hier über den Weg nach Kostovia gehen. Den kennen wir auch noch nicht. Und dann könnten wir mit Alvin reden. Der will nämlich, glaube ich, dass wir einen Bären jagen. Und dann könnten wir versuchen, so einen Bären zu erlegen. Das ist halt wahrscheinlich ziemlich gefährlich. Gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Aber wenn wir den schaffen, dann hätten wir vielleicht auch so einen Bärenpelz oder so und könnten uns da draus irgendwie was Cooles bauen. Wer weiß. So einen schönen Fellmantel. Ist das ein dritter Bär oder was? Ich habe echt ein bisschen Angst, hier rumzulaufen. Hier ist alles voller Bären. Aber ich glaube nur in der Nähe von dieser Höhle. Okay. Ich glaube, das ist der Plan. Wir gehen jetzt einmal rüber nach Kostovia. Sprechen mit Alvin und holen uns von ihm sozusagen die Genehmigung beziehungsweise halt den Auftrag, so einen Bären zu jagen. Und dann machen wir das. Und hoffentlich überleben wir das. Und dann können wir ja immer in diese Höhle reinschauen, oder? Wenn der Bär weg ist. Wir müssen die Höhle halt erstmal freiräumen, ne? Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was für ein Wetter. Herbstwetter halt, ne? Wir müssen uns so ein bisschen ranhalten. Ich habe hier so ein bisschen das Problem, dass ich meistens... dass die Tage einfach zu kurz sind, dass ich meistens dann auch nachts unterwegs bin. Und man sieht halt nachts überhaupt nichts in dem Game. Aber die Zeit vergeht so schnell. Wenn man einfach so ein bisschen in die Landschaft guckt, dann ist der Tag wieder um. Okay, oh, eine Hase. Das sind, glaube ich, Kaninchen, ja, aber die sind riesengroß. Größer als die typischen Hasen, die man so kennt. Sollen wir mal die Wege gehen? Ich weiß nicht, was spannender ist. Wege gehen oder querfeldein? Das ist eigentlich meistens beides relativ spannend. So, querfeldein findet man die ganzen Camps. Und an den Wegen bleibt öfter mal was liegen. So ein kaputter Wagen oder sowas. Die Wege sind halt nicht ganz so gefährlich, ne? Da gibt's nicht so viel Wölfe. Okay. Ich hätte mir das markieren sollen. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Hier oben, ne? Also ich glaube irgendwo hier. Ungefähr. Müssen wir dann wieder suchen. Ich kenne mich noch viel zu wenig aus auf der Map. So, da ist Alvin. Hallo, großer Jäger.
ist Zeit für unseren nächsten Wettkampf. Zielscheibenschießen. Stimmungswandel. Okay, wir sollten doch eigentlich... Ah ja, genau, wir sollen auf die Jagd gehen und große Tiere schießen. Ein Bären. Okay, Alvin hat einen Bären erlegt. Das machen wir jetzt auch. Aber wir haben, glaube ich, nicht viel Zeit dafür. Das heißt, wir müssen das sofort machen. 8 Stunden. Okay. 200 Münzen. Let's do it. Wir geben ihm 200 Münzen. Wo gibt's denn Bären? Südosten. In Höhlen und in der Nähe von Seen. Okay. Ja, wir haben ja schon Bären gefunden. Das sollte kein Problem sein. Wir laufen jetzt da hoch zu dem Bären und dann erlegen wir den. Ich bin nicht so zuversichtlich, wie ich klinge. Mal schauen, wie viele Pfeile so ein Bär frisst. Wir sollten auf jeden Fall dann die Kupferpfeile verwenden, denke ich mal. Ich glaube, ich habe die Steinpfeile equipped. Habe ich die? Ich glaube, ich habe die gar nicht dabei. Okay, wir nehmen Steinpfeile. Wir haben noch einen Haufen Steinpfeile. Die werden wir jetzt verwenden und dann hoffentlich diesen Bären damit erlegen. Wir sind hier auf dem Weg, der praktisch am Spawnpunkt vorbeigeht. Ne? Also wir sind hier ein Stück oberhalb sind wir ja gespawnt. Von dem her kennen wir die Ecke schon. Sind wir schon einmal durchgelaufen. Und auf der anderen Seite, hinter dem Spawnpunkt, ist das Bärenrevier. Das ist gar nicht weit weg. Also hier oben sind wir an dem Wegweiser gespawnt, ne? Müsste gleich kommen. Hier gab es jetzt leider nichts Spannendes. Ich habe nichts gefunden auf dem Weg. Das hier ist der Spawnpunkt da vorne. Bei diesem Wegweiser. Und wir müssen jetzt einfach geradeaus da hoch in Richtung Berge. Wo ist die Map? Genau. Ich glaube, wir gehen hier mal querfeldein. Vielleicht finden wir irgendwas. Da vorne ist ein Hirsch oder so. Das ist ein Reh. Okay. Trinken wir mal ein Schlückchen aus dem frischen Bach hier. Gluck, gluck. Super lecker. Frisches Bachwasser. Also man muss eigentlich nichts zu trinken mitnehmen. Es gibt hier überall Bäche, aus denen man trinken kann. Das ist eigentlich gar kein Problem. Wenn das der Weg hier ist, dann müssen wir an dem zweiten Bären auch noch vorbei. Ne? Ich glaube, wir müssen einmal außenrum den ersten Bären umgehen. War das hier? Wir dürfen nur nicht in den reinlaufen. Oh, oh. Ja, ich glaube, das war hier. Wo ist denn der Bär? Wir gehen mal hier hoch, dass wir ein bisschen mehr sehen. Da ist einer. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Höhle auch noch Bären. Alter Schwede. Wo kommt der denn her? Aufgedrehter Bär. Ich weiß nicht, ob es in der Höhle auch noch Bären gibt. Wir gehen mal außen um die Bären rum und versuchen in die Höhle zu kommen, ohne so einen Bären zu erlegen. Weil wenn es da drin auch noch welche gibt, ich will nicht gegen 4 Bären kämpfen. Einer wird mir reichen. Der wird wahrscheinlich alle Pfeile fressen, die wir haben. Hier draußen gibt es, wie gesagt, glaube ich, nur die beiden. Das heißt, wir haben jetzt beide schon mal ausfindig gemacht. Und sollten hoffentlich nicht in irgendeinen reinrennen, ohne das zu bemerken. Oder es zu spät bemerken. So, einmal außen rum. Dann schleichen wir uns dann in die Höhle rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist das ein guter Plan? Ich versuch's jetzt. Die sind beide da oben, das ist perfekt. Okay, let's go. Yeah. Höhle. Ist das... Salz! Das ist eine Salzader. Mega. Zinnader. Kupferader. Hier gibt's alles. Okay, jetzt wissen wir, wo wir Ressourcen herbekommen. Salzader. Okay, wir haben Zinn, wir haben Kupfer. Das heißt, das sind doch Bronzezutaten, oder? Mehr brauchen wir doch nicht. Ich glaube, Zinn und Kupfer ist Bronze. Vielleicht doch nicht. Ich verlaufe mich gerade. Hier geht's weiter runter und da geht's hoch, ne? So ein bisschen aufpassen, hier gibt's viele Abzweigungen. Aber scheinbar keine Bären, das ist gut. Was haben wir hier? Noch eine Abzweigung. Das hier ist wieder eine Sackgasse. Hier gibt's Salz und Kupfer. Ich habe nur eine Spitzhacke dabei, die wird sofort kaputt sein wahrscheinlich. Wir können ja sowieso nicht so viel tragen.
Wenn der Bär jetzt vorm Eingang steht, dann wird's echt unentspannt. Schon wieder eine Sackgasse links und... Okay, jetzt haben wir es geschafft. Das ist praktisch das Ende. Kupferader. Es gibt aber kein Eisen, hä? Die einzige Ressource, die uns fehlt, ist Eisen. Okay, dann bauen wir jetzt so ein bisschen was ab und dann müssen wir diesen Bären irgendwie besiegen. Anders geht's nicht. Kupferader. Go, go. Oh nee, die Spitzhacke ist schon fast kaputt. Aber wir wissen jetzt, wo wir uns die Sachen holen können. Kupfererz. Zinn. Dann nehmen wir noch ein bisschen Zinn mit. Bis die Spitzhacke nicht mehr kann. Oh, die ist fast kaputt. Komm schon, bitte. Jawohl. Okay, Zinnerz. Und wir haben, glaube ich, keine Spitzhacke mehr dabei. Ressourcen habe ich auch nicht dabei. Ja, wir haben nur die eine. Die ist jetzt durch, also mehr können wir nicht mitnehmen. Salz hätte ich noch gern mitgenommen, ne? Das wäre noch wichtig. Aber jetzt müssen wir unseren Bären erstmal erlegen, weil wir haben nur noch 5 Stunden. Die Zeit vergeht hier ziemlich schnell, wie gesagt. Es geht auch ohne Fackel, ne? Man sieht eigentlich mit Fackel genauso wenig wie mit ohne Fackel, ne? Okay. Nehmen wir mal den Bogen raus. Dann gehen wir jetzt so einen Bären jagen. Wo ist er denn? Da drüben ist einer. Oh, der kommt. Was ist denn mit denen? Der spinnt, der Bär. Der haut ab. Okay. Wieso? Ich weiß es nicht. Dann jagen wir den Kollegenbären. Da ist ja noch einer irgendwo. Und die sind mega schnell. Wir haben es jetzt gesehen, wie schnell die sind. Okay, wir legen jetzt einfach los. Ich stelle mich hier auf den Felsen und dann holen wir uns den Bären. Ich würde gerne 2, 3 Pfeile reinkriegen, bevor er mich mit der Tatze erwischt. Moment. Ich habe eine Idee. Wir speichern mal vorher. Das ist, glaube ich, gut. So. Wir schreiben. Go, go. Ist, glaube ich, gespeichert. Auf geht's, Bär. Das könnte nämlich jetzt absolut tödlich werden. Drückt mir die Daumen. Nummer 1. Der flieht. Das ist gut. Besser, als wenn er mich fressen würde. Sie sollen nur den richtigen Bären wiederfinden, ne? Nicht den falschen. Anschießen, dann haben wir 2 Bären. Wo ist er denn hin? Er ist weg. Hä? Der muss da irgendwo in die Berge verschwunden sein, ne? Ich habe nicht gesehen, wo er hin ist. Das ist schlecht. Und? Oh, wenn wir jetzt da hochgehen und der da steht. Da ist ein Bär. Aber ich glaube, das ist der falsche. Nein, der blutet. Das ist unserer. Okay. Der andere ist da oben. Alles gut. Arrow Drop. Erwischt. Ich glaube, er kommt. Oh nein, nein, nein. Wir hauen ab. Kommt der? Der ist da. Hä? Nein, nein, nein. Ich kann ja nicht laufen. Jetzt ist er da oben. Ich habe mir mein Bein gebrochen. Nein, er kommt. Nein. Ende der Dynastie. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Ich weiß nicht, warum er erst geflohen ist. Jetzt ist er nicht mehr geflohen. Ich darf den Bogen nicht so lange aufziehen, weil dann haben wir keine Ausdauer mehr und können nicht mehr weglaufen. Aber ich glaube, wir können vor dem Bären sowieso nicht fliehen, ne? Der ist ja viel zu schnell. Oh, nee. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir müssen diesen Bären irgendwie erlegen. Ich denke, wir haben noch nicht so richtig die Ausstattung dafür. Wir bräuchten wahrscheinlich schon irgendwie eine Armbrust oder was? Also, das ist nicht ganz ohne. Auf jeden Fall wissen wir dürfen den Bogen nicht so lange aufziehen, damit wir uns dann noch die Fluchtmöglichkeit irgendwie erhalten. Und wenn man sich oben auf so Felsen draufstellt, manchmal kommt der Bär dann nicht, ne? Ich weiß nicht, warum das hier so gut funktioniert hat. Da ist er dann geflohen. Wir versuchen das nochmal. Vielleicht flieht er auch nur beim ersten Schuss. Und später nicht mehr. Ich gehe immer so ein Stück zurück, weil die Tiere dann normalerweise aufhören zu fliehen. Da steht er jetzt. Perfekt. Der blutet auch noch. Jetzt läuft er wieder ein Stück. Okay. Das sieht jetzt ganz gut aus. Vielleicht ist das auch so ein Distanzding, wenn wir weiter weg stehen, dass der dann nicht angreift. Jetzt kommt wahrscheinlich der andere Bär gleich mit.
Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn erwischt habe. Das ist halt schon eine Riesendistanz, ne? Ich glaube, man muss einfach auf Distanz bleiben. Dass der eigentlich angreift. Oh. Der ist ziemlich aufgedreht jetzt. Verständlich. Jetzt gehen wir wieder hier hoch, ne? Ist er da drüben? Klettern wir mal hier irgendwo hoch. Gehen wir wieder so ein bisschen auf Distanz. Der blutet immer noch. Das ist gut. Für uns. Erwischt. Aber jetzt... Nicht aufziehen, nicht aufziehen. Das ist gefährlich. Das funktioniert, das funktioniert. Wir müssen nur auf Distanz bleiben. Okay. Also wir hätten den nie geschafft so. Also wenn die einen erstmal angreifen, hat man verloren. Der braucht ja keine Ahnung, wie viele Pfeile. Okay, wir gehen außen rum. Versuchen es wieder von der anderen Seite. Der hat doch schon 4 Pfeile oder so gefressen. Das ist ziemlich verrückt. Wo ist er denn? Die sind hart im Nehmen, ne? Die haben dickes Fell. Hä? Bärchen? Kein Bärchen. Wo ist er hin? Oh, da unten ist er. Er hat gerade geblutet. Jetzt sind wir halt ziemlich nah dran, ne? Gehen wir mal hier rauf. Und ich will ihn nicht in den Hintern schießen. Das bringt, glaube ich, nichts. Bisschen hochziehen. Er ist down, er ist down, er ist down. Yes! Wir haben einen Bären erlegt. Mega cool. Hier ist alles voller Blut. Oh, cool. Super gut. Häuten. Schauen, was der für ein Fell hat. Also am besten Kupferpfeile mitnehmen das nächste Mal. Du trägst zu viel. 20 Pelz, 50 Fleisch, 3 Pfeile. Mega gut. Sprich mit Alvin. Ah, okay. Hier liegen Fässer rum. Dann haben wir praktisch die Aufgabe erfüllt. Die Fässer kann man nicht öffnen, aber das Kupfererz, das liegt einfach auf dem Boden rum. Und ich bin sowieso schon komplett überladen. Es ist fast egal, wie viel ich noch mitnehme. Da liegt auch noch was. Kupfererz. Salz leider nicht. Wir bräuchten ja noch Salz, ne? Da müssen wir nochmal wiederkommen. So ein Bär ist ein Riesending. Also 20 Pelz, glaube ich, waren es, ne? Das ist schon echt gut. Wir sind jetzt super gut mit Pelz ausgestattet. So, wir müssen jetzt irgendwas da lassen. Irgendwas, was zu schwer ist. Stein ist zu schwer. Wir können ja den Stein hier auf dem Weg liegen lassen. Den können wir dann mitnehmen, wenn wir den nochmal brauchen sollten. Tschüss, Stein. Das ist immer noch zu viel. Der Pelz ist natürlich auch schwer. Kupfererz und Zinnerz sowieso. Und das Fleisch ist auch ziemlich schwer. Ich könnte das Fleisch hier lassen. Oder ein Teil des Fleisches. Wie viel Gewicht müssen wir denn eigentlich loswerden? Ich weiß es nicht. Wir müssten jetzt nur noch 1 Kilo loswerden, okay. So. Das reicht immer noch nicht. Da muss noch ein bisschen mehr weg. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Gut, jetzt können wir laufen. Wir haben sowieso genug Fleisch. Unsere Leute jagen ja immer fleißig. Und Stein können wir uns, wie gesagt, holen. Das bleibt alles liegen. Das Fleisch wird halt, glaube ich, schlecht, aber... Mein Gott, müssen wir halt wieder andere Tiere jagen. Also, wir können einen Bären jagen und danach müssen wir erstmal nach Hause ausladen, weil der so viele Ressourcen droppt. Mega cool. Mal schauen, was Alvin uns gibt. Sollen wir erst zu Alvin oder erst nach Hause? Wir müssen erstmal die Ressourcen abladen eigentlich, ne? Aber das ist noch weiter. Jetzt gehen wir erstmal zu Alvin. Wir könnten ja nachschauen, was wir dafür kriegen, oder? Tagebuch? Alvins Geschichte? Ein Langbogen und 400 Münzen. Voll gut. Das heißt, wir haben einen zweiten Langbogen. Wenn der hier kaputt gehen sollte, und wenn ich da regelmäßig Bären jagen gehe, dann geht der ziemlich schnell kaputt, ne? Der verliert schon Haltbarkeit dadurch, wenn man so viel rumballert. Wir rennen jetzt mal wieder querfeldein. Und das war jetzt echt ein Riesending. Wir haben Erze gefunden, wir haben den Bären erlegt. Ich denke,
für heute waren wir schon ziemlich erfolgreich. Viel mehr müssen wir heute nicht mehr leisten. Den Weg hier kenne ich noch nicht. Gehen wir so ein bisschen das Flüsschen entlang. Das ist schön. Es gibt jetzt relativ wenige Camps. Ich habe schon lange keine Camps mehr gefunden. Mann, schaut euch hier die Wildnis an. Das ist so schön. Das ist eine Wildsau. Okay, vorsichtig sein. Aber das hier? Eine Schaufel und eine Kiste. Truhe. Temperaturtrank und Münzen. Okay, nehmen wir mit. Alle. Das ist eine Holzschaufel. Die lassen wir mal stehen, weil die ist zu schwer. Können wir uns selber bauen. Mehr gibt's hier nicht. Aber guckt euch hier die Landschaft an. Der Fluss meandriert hier so durch die Landschaft. Teilt sich dann hier zu einem Wasserfall. Ich finde die Map so schön. Es gibt so viele schöne Stellen. Wir hätten uns auch hier ein Dorf bauen können, am Wasserfall. Hier, da geht's ein schöner Weg runter. Total cool. Was haben wir hier? Stein. Oh, ist das chillig hier. So ein schöner kleiner Swimmingpool. Mann. Total cool. Sieht ein bisschen komisch aus, der Wasserfall, ne? Aber trotzdem wunderschön. Okay. Eigentlich wollten wir runter nach Kostovia. Aber irgendwie hat mich der Fluss so ein bisschen entführt. Wir sind jetzt so ein Stück östlich unterwegs. Kommen jetzt von hier nach Kostovia. Hier waren wir noch nie. Ich könnte hier ewig rumlaufen. Das wird nie langweilig. Und es gibt immer neue Dinge zu entdecken, weil ja überall immer Camps und so spawnen. Also jedes Mal, wenn man hier vorbeigeht, sieht es wieder so ein bisschen anders aus. Gibt es wieder irgendein Camp, was letztes Mal nicht da war? Irgendwelche Fässer, die irgendwo rumstehen? Eine Kiste mit Schaufel oder so? Superschöne Gegend hier. So, da sind wir wieder zu Hause an unserer Schmiede. Und jetzt geht's zum ersten Mal in die Metallbearbeitung. Wir haben ja hier unseren Amboss und können hier unsere Waffen und Tools herstellen. Kupfer und Bronze. Eisen haben wir noch nicht gefunden, müssen wir mal gucken, wo wir das finden. Aber wir haben zumindest schon mal die ersten beiden Erze. Und das war gar nicht so einfach, sie zu bekommen. Also ich denke mal, Eisen wird dann noch so ein bisschen schwieriger. Vielleicht brauchen wir auch diese Mine dann dafür, ne? Und für so Kupferwaffen brauchen wir dann die Kupferbarren. Und für die Bronzesachen entsprechend Bronzebarren. Und die müssen wir uns erstmal herstellen, an der Esse natürlich. Und das machen wir jetzt mal. Also hier gibt es die Kupferbarren, da gibt es die Zinnbarren und... Wenn man die kombiniert, dann bekommt man diese Bronzebarren. Und die höchste Technologiestufe ist dann wohl dieses Eisenerz. Dafür brauchen wir dann 2 Erz pro Barren, genauso wie bei Zinn und Kupfer auch. Jetzt fangen wir mal an mit dem, was wir haben und stellen mal so ein paar von den Kupferbarren her. Auf geht's. Das wird wahrscheinlich ewig dauern, oder? Nein. Okay, es geht. Weil das ganze Gecrafte hier, das ist im Normalfall relativ zeitaufwendig. Das ist in Ordnung, das können wir machen. Wir haben 2 Zinnbarren, das ist nicht viel. Achso, jetzt habe ich nur einen gecraftet, glaube ich. Das dauert dann noch länger. Mach mal, es gibt nur noch einen. Dann mach den mal. Okay. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal so ein bisschen was. Und das könnten wir jetzt direkt... Ich glaube, wir machen das auch, oder? Moment, wir schauen nochmal kurz nach Ressourcen. Also wir könnten jetzt Kupfersachen herstellen. Die kosten Stämme und Stöcke und halt Barren. Und die Bronzewerkzeuge kosten auch nur Stämme und sowas und Stöcke und Barren. Also ressourcentechnisch ganz ähnlich, wir brauchen halt nur Bronzebarren. Sollen wir das tun? Wir können es ja mal tun. Wir können auch erstmal klein anfangen mit Kupfer, ne? Und später dann Bronzesachen herstellen. Dafür brauchen wir halt doppelt so viel Erz ungefähr, denke ich mal. Kupfer, Hammer... Axt, was bräuchten wir denn am dringendsten? Also ich denke, eine Sichel wäre, könnten wir aber auch aus Stein herstellen. Ne? Steinsicheln sind auch machbar. Ansonsten vom Wert her, die sind alle relativ wertvoll, die Sachen. Aber nicht allzu wertvoll. Bei den Waffen, die sind auch nicht wertvoller. Wir könnten dann natürlich Kupferpfeile herstellen. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Das wäre, glaube ich, sowas relativ Wichtiges für uns. Ein Kupferspeer...
Vielleicht, ne? Aber den müssten wir erstmal kaufen. Können wir nachschauen, was der macht, wie gut der ist? Technologie. Waffen? Steinspeer? Bogen? Okay. Jagdhütte 2. Recurve-Bogen? Da müssen wir irgendwo bei der Schmiede nachschauen wahrscheinlich, ne? Kupfer. Kupferhammer, Kupferspeer. Der, sieht man nicht, oder? Nee, also da sehen wir nicht, wie viel der bringt, wie viel Schaden der macht. Ich weiß es nicht. Wir bräuchten halt wahrscheinlich schon auch irgendwie so eine Nahkampfwaffe, würde ich fast vermuten. Aber, Moment, wir schauen nochmal kurz. Kupferwaffen, Kupferspeer. Der kostet ja auch wieder Leinengarn, was wir nicht haben, ne? Also das können wir uns auch erstmal aufsparen dann. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall so ein bisschen Erz. Ich glaube, wir heben uns das für einen Moment erstmal auf. Und dann müssen wir einfach weiter in unsere Landwirtschaft reinschauen, dass wir uns Flachs herstellen, dass wir die ganzen Garne bekommen. Das ist im Moment eher das Problem als das Erz, ne? Das packen wir mal alles hier rein. Das Erz wird halt dann sehr problematisch, weil das ziemlich schwer ist und wir es über größere Distanzen transportieren müssen. Und weil die Höhle von Bären bewacht wird. Und Bären sind nicht ohne, haben wir rausgefunden. Na gut, aber das war auf jeden Fall schon mal super erfolgreich heute. Bärenjagd und Erz gefunden. Die Bäume sind immer noch gleich groß, da hat sich noch nicht viel getan. Und beim Feld, das ist hier, hat sich auch nicht viel getan. Also da muss ich mal so ein bisschen nachforschen, was da... Oh, das funktioniert, das funktioniert. Ich glaube, die Ildefonsa, die weiß halt, wie das funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, das ist das Problem, was wir haben. Das ist alles gepflügt und gedüngt. Und hier oben hat sie jetzt Weizen gepflanzt. Aber nur Weizen, nichts anderes. Und ich glaube, die ganzen Früchte, die haben alle bestimmte Wachstumsperioden und Jahreszeiten, wo die wachsen. Sonst wird sie das ja jetzt nicht pflanzen, oder? Ich hoffe, das geht nicht ein, weil jetzt haben wir bald Winter. Aber sie hat auch nur 2 Felder gemacht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Das ist halt irgendwie kompliziert mit den Feldern, ich weiß es nicht. Und die Karotten hat sie nicht wieder ausgesät, obwohl wir ja Karottensamen noch hätten, ne? Hier in der Truhe habe ich auch Roggenkorn drin. Den soll sie eigentlich auch pflanzen, hat sie aber noch nicht gemacht. Vielleicht macht sie das dann im Frühjahr, ne? Ich weiß nicht, wann man Roggen pflanzt. Und Dung habe ich auch reingepackt. Den Dung sollten sie dann eigentlich zu Dünger verarbeiten. Den habe ich extra gekauft. Das war ein bisschen günstiger als Dünger zu kaufen. Und den können wir hier... Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Dünger... Aus Dung können wir Dünger herstellen. Nehmen wir mal so ein bisschen was hier raus. Mal 20. Geht nicht. Müssen wir so einstellen. Gehen wir mal 10. So. Und jetzt können wir da draus Dünger herstellen. Genau, ist ein bisschen günstiger, als wenn man sich den Dünger fertig kauft. Und wir müssen ja sowieso immer hochleveln. Deswegen macht das, glaube ich, Sinn. Den Dünger können wir dann einfach hier reinpacken. So. Und den können wir dann direkt wieder für unser Feld verwenden. Gut. Ja, also wie die das genau machen, weiß ich nicht. Ich pflanze einfach, wann ich Bock habe, weil ich weiß eh nicht, welche Jahreszeit die richtige ist. Und mit den Karotten hat es ja ganz gut funktioniert. Hat aber auch lange gedauert. Der Kohl ist viel schneller gewachsen. Also möglicherweise gibt es bestimmte Jahreszeiten, wo bestimmte Pflanzen besonders gut wachsen. Und wenn man das entsprechend macht, dann kann man die Ernten auch ein bisschen schneller einfahren. Als wenn ich Karotten pflanze. Deswegen lasse ich das jetzt mal die Ildefonsa machen. Die weiß eh genau, wie das funktioniert im Gegensatz zu mir. Und wir beobachten einfach mal so ein bisschen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, jetzt wird es eh schon wieder dunkel. Und was macht man nachts? Man geht natürlich schlafen. Kozimira geht auch schlafen. Ildefonsa liegt schon im Bett. Ich gehe jetzt auch langsam schlafen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und ihr hattet Spaß hier in einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Der Bärenjagd. Ich fand es ziemlich spannend und wir wissen jetzt, wo wir Erz bekommen. Das heißt, wir können jederzeit zu dieser Höhle laufen und uns dann Erz organisieren. Genauso auch Salz. Salz habe ich jetzt bisher noch nicht organisiert. Das können wir dann zum Kochen verwenden. Ich weiß nicht, ob das im Moment eine gute Lösung ist, dass wir uns da regelmäßig Salz holen, weil wir brauchen einfach zu viel davon. Ich kann ja fast nichts tragen. Das ist, glaube ich, ein zu großer Aufwand. Also alles, was uns jetzt momentan nicht wirklich weiterbringt, das machen wir erstmal nicht. Ich denke, wir können später dann Salz, unsere Leute Salz abbauen lassen. Und dann können wir auch entsprechend kochen mit Salz und so. Ne? Können wir kurz hier reinschauen in den Kessel.
Man kann praktisch fast alles, was man so herstellen kann, zum Beispiel diese Suppen, die kann man mit normalem Fleisch herstellen oder halt mit Salzfleisch. Und mit Salzfleisch wird es dann möglicherweise, werden die ein bisschen besser sein, kann ich nicht sagen, müssen wir halt ausprobieren. Aber ist halt dann aufwendiger, ne? Kostet das gleiche an Ressourcen, nur halt statt Fleisch Salzfleisch. So gibt es fast jedes Gericht mit Salz. Das ist halt für die gehobene Küche, ne? Für die Leute, die sich leisten können. Salz war damals nicht günstig. Und die ganzen Suppen werden sowieso alle aufgefressen von unseren Leuten. Ich habe noch nie eine Suppe gesehen, obwohl wir jetzt regelmäßig diese beiden Suppen herstellen. Diese Kohlsuppe und die Karottensuppe, den Eintopf. Das wird regelmäßig gekocht. Die Gosmira kocht das. Und irgendwer reißt sich das dann sofort unter den Nagel und frisst die auf. Deswegen können wir die auch nicht verkaufen oder selbst ausprobieren. Da müssen wir jetzt irgendwann mal so viele von herstellen, dass wir da selber auch mal was abbekommen. Und dann können wir uns die auch mal genau anschauen, die Suppen. Okidoki, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Medieval Dynasty. Macht's gut und bis dann.